Ja, willkommen wieder zum Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich berichte von der zweiten Treasury and Finance Convention, veranstaltet von Schwabe, Lai und Greiner in Schladming. Jetzt begrüße ich Alexander Fleischmann, Market Development Executive bei Numentia. Lieber Alexander, servus und herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Numentia, wer seid ihr, was macht ihr? Numentia ist einer der führenden, wachsenden europäischen Anbieter von Treasury Management Lösungen, Treasury Management Systemen mit sehr starken Wurzeln im deutschsprachigen Raum, sehr starken Wurzeln in Finnland, sind dort oben Marktführer, auch im deutschsprachigen Raum viele namhafte Kunden unterschiedlichster Branchen, unterschiedlichster Größenordnungen. In Summe sind es rund 1400. Wir sind mittlerweile ein Team von 230 Leuten, wachsen gesund, wachsen profitabel und decken im Prinzip alle Anforderungen ab, die ein Treasurer so hat in unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt habe ich im Vorfeld deine Homepage besucht und da findet man bei den 1400 ja ganz tolle Namen. Vielleicht magst du uns ein paar nennen. Ja, tolle Namen zu nennen ist, glaube ich, bei uns relativ einfach. Wir haben zum Beispiel die Lufthansa dabei unterstützt, mit ihrer Liquiditätsplanung durch die Covid-Pandemie zu kommen. Wir haben gerade, selbes Stichwort, selbes Thema, ein sehr spannendes Projekt mit dem State Treasury Finnland, das heißt der Treasury-Abteilung des Staates Finnland, wo wir mit Hilfe von Predictive Analytics, kann auch sagen KI, dort die Kollegen unterstützen, ihre Planung. Was kommt an Steuern rein, was geht an Ausgaben raus, auf bessere Beine, automatisiertere Beine mit Hilfe der Maschine zu bringen. Viele andere mehr. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Der Aufzugshersteller Kone beispielsweise, ja, der nutzt uns für den weltweiten Zahlungsverkehr. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen zur Bloomberg habe ich auch gesehen. Bloomberg ist ein Unternehmen, mit dem wir insofern zusammenarbeiten, als natürlich Treasurer dieser Welt verschiedenste Marktdatenanbieter nutzen für Währungskurse, für Zinsen, für vieles weitere mehr. Und da importieren wir unter anderem Bloomberg-Daten. Ja. Unter anderem, wir verbringen jetzt ein paar Tage in Schladming gemeinsam bei der Treasury and Finance Convention. Mhm. Was ist eure Rolle da? Welche Panels werdet ihr begleiten? Welche Best Practice Talks kann man von euch erwarten? Ja, wir haben zum einen auf der Mainstage eine Runde, wo es um Zukunftsthemen gehen soll. Was geht heute bereits mit KI? Wie weit ist man in der Digitalisierung und der Automatisierung im Treasury? Es wird ein ganz spannendes Panel werden. Teilnehmer aus der Praxis, eine Teilnehmerin von Schwabeler und Greiner, ein Kollege von der Österreichischen Nationalbank, ein Ökonom, die dann auch die Fragen rund um den digitalen Euro erläutern werden, der irgendwie am Horizont ist. Und außerdem gibt es einen Best-Practice-Talk, betreut von zwei Kollegen von mir, wo es ebenso um Entwicklungen und Trends im Cash- und Treasury-Management gehen soll. Von der ISO-Umstellung, alles wird XML bis hin zu AI und Betrugsprävention. Du bist in der zweiten Veranstaltung schon zum zweiten Mal auch dabei. Gibt es irgendwelche besonderen Memories ans Jahr 2023? Ein Highlight war vor einem Jahr auf jeden Fall dann der Auftritt der CFO-Band. Liquid Spirit. Liquid Spirit, so ist genau. Es. Ich gehe davon aus, die werden auch heute Abend das Publikum begeistern. Ansonsten erwarten wir noch mehr Teilnehmer als im letzten Jahr. Also das Haus wird voll. Viele gute Gespräche mit aktuellen Kunden, mit hoffentlich zukünftigen Kunden, Austausch aber auch mit anderen Anbietern. Jedes Jahr kommen neue innovative Mitbewerber, Marktbegleiter dazu. Insofern ein gutes und gut gefülltes Programm. Was sind jetzt eigentlich die großen Trends in eurem Geschäft, die sich in den letzten 12 Monaten aufgetan haben? Ja, ich würde sagen, KI ist on everybody's mind sozusagen. Ja. Gleichzeitig muss man noch ein bisschen nach den wirklich ganz konkreten Anwendungsfällen suchen. Einen davon habe ich genannt, Liquiditätsplanung, definitiv ganz oben bei dem Thema. Und ansonsten, glaube ich, mehr und mehr Digitalisierung nach wie vor. Sprich, wie schafft man es, dass man unterschiedliche Systeme auf der Welt verteilt, immer einfacher, immer schneller, immer reibungsloser miteinander kommunizieren lässt, um aus immer mehr Daten immer schneller vernünftige Einblicke zu generieren und auf dieser Basis vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Ja, würde sagen, das umreißt es ganz gut.
Spaß muss natürlich immer dabei sein. Ja. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch hier deinen Kollegen Jürgen Sprenger gesehen, gemeinsam mit dem Michael Juhen von Schwabe, Leih und Greiner, und die haben offenbar einen Spaß gehabt, wie sie diese Veranstaltung vorbesprochen haben. So ist es. Ich meine, der Spaß zwischen den beiden kommt auch immer zum Teil daher, dass beide Vorarlberger sind. Also da spricht man im wahrsten Sinne des Wortes dieselbe Sprache. Gleichzeitig verbindet uns mit den Kollegen von SLG seit langer Zeit eine intensive, sehr partnerschaftliche, sehr enge Beziehung. Und ja, das haben sie dann auch auf den Fotos festgehalten und haben sich dann auch, wie du richtig sagst, der Spaß soll nicht zu kurz kommen, dafür entschieden, ein spaßiges Foto zu veröffentlichen und nicht nur ein ernsthaftes im Anzug. Ich muss ja bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass die Finanzbranche eigentlich viel relaxter ist als die Außenwirkung, weil die Themen, die klingen ja mit Verlaub ein bisschen hardcore, aber in Wahrheit, das ist die Zukunft. Ne? Das stimmt, also wird sowohl der Aussage zustimmen, es wird immer relaxter. Ich habe mich heute auch dazu entschlossen, meine Sneakers anzulassen, obwohl ich die Anzugsschuhe im Gepäck habe. Und ja, als ich direkt nach der Uni auch in der Treasury-Beratung begonnen habe, haben wir gedacht, mein Lieber, ja, Zahlungsziele und irgendwelche Belegkettenanalysen und starker Tobak. Es ist aber eigentlich ganz anders, weil alles, was man in der Tageszeitung so liest, ja, eben Stichwort KI, Stichwort digital, IT-bezogene Themen, spielen in die Finanzbranche rein. Das heißt, es reicht heute nicht mehr, dass man nur fachlich gut ist, sondern immer mehr spielt auch eine Rolle, eine gewisse Offenheit und Interesse für technische Themen. Insofern, glaube ich, macht sehr, sehr viel Spaß und ist nicht zu trocken. Ja. Jetzt kommen ja im Treasury auch immer wieder neue Themen dazu. Wer hätte vor 5 Jahren an einen digitalen Euro gedacht? Was heißt das für euch als Branche? Permanentes Lernen auch, oder? Das auf jeden Fall, weil wir werden ständig, sei es auf einer Veranstaltung wie dieser oder im täglichen, wöchentlichen Gespräch mit unseren Kunden, mit diesen Fragen konfrontiert, die Leute natürlich überall aufschnappen und dann an uns weiterreichen. Also lebenslanges Lernen, glaube ich, trifft sehr gut. Du lächelst die ganze Zeit dabei. Lernen ist ja was Schönes. Ja, genau so sollte es sein. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es so viele Möglichkeiten wie nie zuvor, sich dann neues Wissen auch schnell anzueignen, wenn man das möchte. Ja. Und ich glaube, die Community, egal ob jetzt hier in Schladming oder andernorts in Mannheim und anderen Veranstaltungen in Europa, die ist zwar eine von der Personenanzahl verhältnismäßig kleine, aber eine sehr gut und sehr eng vernetzte. Und auch das macht Spaß, ja, der Austausch mit Treasurern, anderen Kollegen aus der Praxis. Jetzt bin ich gespannt, was du auf die nächste Frage antwortest, dass das nicht zu happy wird vielleicht. Regulierung und Treasury. Ja. Er lächelt noch immer. Ja, da haben wir zum gewissen Grad, glaube ich, als Systemanbieter den Vorteil, dass es uns nicht allzu direkt betrifft. Stimmt nicht ganz, weil natürlich das Thema Sicherheit ist ein sehr großes. Das heißt, wir müssen uns um die Sicherheit der Daten in unseren Systemen kümmern. Wir kriegen natürlich mit, wenn unsere Kunden, wenn die Treasurer mit nach wie vor sehr, sehr hohen Anforderungen rund um KYC ihrer Banken konfrontiert sind. Ja. Also das ist schon ein Thema. Auch da ausreichend Gelegenheit, innovative Lösungen zu finden, an die Frau und an den Mann zu bringen. Die Frage ist sicher da und dort, ist jede Regulierung sinnvoll und erfüllt sie mit geeigneten Mitteln ihren Zweck? Aber deswegen lache ich jetzt trotzdem noch immer. Du lächelst die ganze Zeit durch und Cyberrisken werden natürlich auch im Treasury ein Thema sein, nehme ich an, oder? Das auf jeden Fall, wie gesagt. Also es ist natürlich, wenn man als Treasury Management Software-Anbieter sehr, sehr sensible Daten, Stichwort Banksalden, Cashflows, Zahlungen, Kontoauszüge in seinem System hat, importiert, exportiert, dann muss die Sicherheit passen. Ja. Und entsprechend wichtig ist dieses Thema auch bei uns, bei Nomentia. Wir haben alle relevanten Zertifizierungen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die sehr, sehr renommiert sind, allen voran Microsoft als unserem Hosting-Provider. Und ja, wir werden von den vorhin genannten Unternehmen, allen unseren Unternehmen, entsprechend regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Stichwort Penetration-Tests und Co. Und ja, sind da, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Lieber Alexander, dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg auf der zweiten Treasury and Finance Convention in Schladming. Danke für das Gespräch. Danke dir. Ein Tschüss einmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer von meiner Seite. Und auch von mir. Viel Vergnügen.
Danke fürs Reinhören in den Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at.